Hi meine Leute, willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Zappel-P wieder mal. Und ich habe mir vorgenommen, wir machen mal eine kleine Runde Mass Effect 1. Ja, ich weiß, wir hatten das schon wir hatten schon mal eine Folge Mass Effect 3. Aber ich habe mir überlegt, hey, wenn du schon den dritten Teil machst, musst du natürlich auch den ersten Teil machen. So, ja, ich würde sagen, wir starten natürlich eine neue Willkommen in Karriere. der Datenbank des Allianzmilitärs. Geheime Informationen angefordert. Ja, wir starten eine neue Karriere und ich sage auch gleich dazu, wir werden das Spiel, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich werde dieses Savegame dann in den zweiten Teil importieren und das werde ich dann auch noch Let's Play natürlich. Aber bis dahin müssen wir erstmal den ersten Teil jetzt durchspielen. So, wie gesagt, Sichere sichere Verbindung wird Verbindung wird aufgebaut. aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Das dauert ein kleines bisschen. So, dann können wir uns jetzt unseren Shepard selber machen oder halt einen vorgefertigten nehmen. Ich glaube, wir nehmen mal einen neuen. Wir machen einen individuellen Bitte locken männlichen Sie sich ein, um Charakter. Zugang zu Ihrem Profil zu Den erhalten. nennen wir dann auch mal das Sub-LP Shepard. Sehr schöner Name. Da bleiben wir auch so dabei. Ja, Verbindung wird hergestellt. Senden. Defrischiere. Benutzername bestätigt. Benutzername Achtung, bestätigt. fehlerhafte Datei Datenfehler. entdeckt. Okay. Automatische Wiederherstellung gescheitert. Datenfehler. Ja. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Okay. Unser Profil ist, Zeit glaube ich, vor ganz dem am Dienst Arsch. bestätigen. Ja. Wo waren wir denn? Ein Weltraumfahrer, Kolonist oder von der Erde? Ich würde sagen, wir sind Kolonist. Wir sind ein Kolonist. Kolonist. Psychologisches Profil Einziger bestätigen. Überlebender, Kriegsheld oder skrupellos? Ja. Ich weiß es gerade noch nicht genau. Ich bin da noch am Überlegen. Ich würde sagen, wir machen Kriegsheld. Nee. Ja, wir machen einen. Nee, ja, wohl einziges Überlebender. Ja, doch, einziger Überlebender machen wir. Militärische Spezialisierung So, jetzt haben wir noch bestätigen. die Wahl zwischen einem Soldat, Techniker, Experten. Entschuldigung. Inversor. Infiltrator. Mann, ich kann gerade nicht mal mehr lesen heute. Wächter und Frontkämpfer. Und ich weiß nicht, ich tendiere. Soldat ist immer so standardmäßig. Experte. Ja. Ich bin da noch so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, wir werden mal. Ich glaube, wir werden mal den. Wir nehmen mal den Experten. Gesichtsidentifikation bestätigen. Äußere Erscheinung können wir Gesicht. Oder bin ich ja immer so schlecht drin, ne? Gesichtsidentifikation Ich würde bestätigen. sagen, wir lassen diesen Charakter mal so. Profilwiederherstellung beendet. Ja. Jawohl, das sieht super Identifikation aus. bestätigt. Wir spielen in Kampfschwierigkeit normal. Ja, normal. Hardcore und wahnsinnig geht sowieso noch nicht, aber normal, das sollte reichen. Stufenausstieg, nur Squad und Zielhilfe ist normal. Squad-Fähigkeit aktiv, sonst vergesse ich das immer wieder. Automatisch speichern und Untertitel auf jeden Fall auch. So, ja, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Wer schon den dritten Teil bei mir gesehen hat, oder vielleicht auch woanders, kennt das eigentlich schon so ein bisschen. Was wissen wir über Shepard? Er ist in den Kolonien aufgewachsen. Er weiß, wie hart das Leben da draußen sein kann. Seine Eltern wurden von Sklavenjägern beim Angriff auf Minduir getötet. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür.
Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist Ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der Ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. So, wie gesagt, ich werde auch wieder nicht zwischen den ganzen Videosequenzen natürlich erzählen. Aber jetzt kurz, ganz kurze Erklärung. Man sieht es da oben schon. Und zwar haben wir ganz ihrer Meinung, sie übertreiben und Schluss damit. Das sind halt so, Möglichkeiten, die man halt so Auswahl, so, ja, Gesprächsauswahl sozusagen. Ganz ihrer Meinung ist, also oben ist eigentlich, oder ist immer gut, Mitte ist immer neutral und unten ist immer so diese böse Entscheidung. Und ich bin dafür, wir entscheiden uns für diesen guten Weg, da wir uns im dritten Teil ja für den bösen Weg entschieden haben, machen wir hier mal den guten Weg. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Er klingt verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. So, dann haben wir hier, können wir jetzt hier mal ein bisschen durchgehen und dann schauen wir mal. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten Sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. So, ganz kurz nochmal zurück. Hier habe ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, diese Auswahlmöglichkeit wie vorher. Aber hier kam jetzt eine neue dazu und das ist Untersuchen. Und das ist immer halt, hier kann man halt mehrere verschiedene Sachen noch zu dem Tarnsystem oder zum Captain oder halt zum Spectre halt oder halt auch andere Sachen noch erfahren. Und natürlich werden wir uns das auch alles anhören, was die Leute uns dann zu sagen oder
beziehungsweise uns mitteilen möchten oder können. Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Nihilus ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Sir. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Irgendetwas geht doch hier vor. Sie trauen Nihilus nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Nihilus dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Nihilus muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Nihilus scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Ich werde den Captain dann auch fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. So, da haben wir schon mal ein bisschen was gelernt. Also ein bisschen was Neues erfahren, natürlich, mehr oder weniger. So, hier haben wir noch Dr. Kavi und so dann nachher. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Bleiben Sie ganz ruhig, Corporal. Ein guter Soldat bleibt immer ruhig. Selbst unter Feindbeschuss. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Was können Sie mir über Nihilus erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Nihilus selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hoffe, wir können ihn bei einem echten Einsatz beobachten. Ich hörte, dass Nihilus ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Wie kann man Agenten mit uneingeschränkter Macht kontrollieren? Ich denke, dass einem...